Es ist das absolute Top-Duell der Stadtliga. Der LSV Südwest trifft auf die zweiten Herren der BSG Chemie Leipzig und die Leute haben die Riesenchance, mit einem Sieg wieder auf 2 Punkte heranzukommen an den Tabellenführer. Und damit ist auch klar, die BSG ist natürlich Tabellenzweiter und hat auch das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften gewinnen können, das mit 2:0. Das würde Dennis Kurich heute auch gerne wieder sehen, denn dann wäre der Kampf um die Meisterschaft weiterhin offen. Die Chemiker in Grün von links nach rechts mit Kapitän Gräfe und dem Spielaufbau für Javne. Das ist die erste Chance. Die Flanke wird allerdings nicht gefährlich. Lukas Buhler ist zur Stelle und wird heute sicherlich noch mehr gefordert werden, denn der Angriff von Chemie hat immerhin schon 31 Treffer in 14 Spielen erzielen können. Ja, Javne wieder im Zweikampf mit Beiersdorf und der Schiedsrichter legt sich sofort fest, Elfmeter. Und das ist die richtige Entscheidung. Es tritt an Maximilian Knott. Glück gehabt, aber drin ist er. Lukas Buhler kommt nicht mehr dran und so macht Maximilian Knott nach 14 Minuten bereits das 0:1 für Chemie Leipzig. Ein unfassbar wichtiger Treffer. Das wird ihnen den Anschwung geben, den sie gebraucht haben. Der Elfmeter mit relativ viel Geschwindigkeit. Deswegen kommt Buhler nicht mehr hinterher, obwohl er die Ecke sogar errät. Wieder Jaja Javne. Und auch wieder fällt er im Strafraum. Hoffmann diesmal der Schuldige. Und auch wieder geht die Entscheidung in Ordnung. Wir sehen es in der Wiederholung. Er kommt hier klar an den Mann. Und so gibt es den erneuten Elfmeter. Und diesmal hält Buhler. Es ist wieder die gleiche Ecke. Lukas Buhler stark im Nervenduell, aber weiterhin führt eben Chemie mit 0:1. Daran ändert diese Kopfballchance von Maxi Knott auch nichts mehr, denn zur Pause bleibt es beim 0:1. Alexander Röhling wird sicherlich einiges in der Pausenkabine ansprechen müssen. Denn so hat seine Mannschaft noch keine einzige nennenswerte Chance in den ersten 45 Minuten gezeigt. Zur zweiten Halbzeit spielt der LSV dann durchaus offensiver. Man will unbedingt den Ausgleich schaffen. Inzwischen bei Flutlicht, dann allerdings dieser Fehlpass. Und Westphal schaltet in den Turbo. Damon Westphal mit dem Klassepass auf El Haibi. 0:2 für die BSG. Ein wunderbar vorgetragener Konter, Damon Westphal mit einem klasse Ballgewinn und der noch besseren Übersicht auf Abdallah El Haibi, der jetzt nach 63 Minuten zu Recht das 0:2 feiern darf. Das war ein klasse Konter und da ist keine Chance für Lukas Buhler im 1-gegen-1 da noch etwas zu holen. Die Gastgeber in Blau sind jetzt mehr und mehr unter Druck. Und Chemie hat den Wecker und der klingelt jetzt. Tim Wecker, klasse Ballgewinn. Und er sieht auf der rechten Seite Javne. Jaja, Javne! Lauschen Sie, wie die Bank jubelt beim 0:3 durch Jaja Javne. Das hat er sich redlich verdient. Und spätestens jetzt ist das die Entscheidung in einer Partie, in der ansonsten nichts weiter passiert ist. Der LSV Südwest verliert mit 0:3 gegen Chemie Leipzig. Der Abstand verringert sich und die Trainer stehen bei Annalena Giesert. Wir haben also zu wenig den Ball gefordert und die Abwehr von Chemie Leipzig überhaupt nicht in Bewegung gebracht. Und dadurch waren wir auch relativ durchschlagskraftlos in Richtung Tor. Und hatten zu wenig Möglichkeiten. Von Chancen will ich eigentlich gar nicht sprechen. Es waren einfach nur Möglichkeiten. Ich denke, es war ein ziemlich gutes Spiel, gerade von beiden Seiten auch in den Zweikämpfen hart geführt, aber zu keinem Zeitpunkt unfair. Gerade in der ersten Halbzeit war es noch ein wirklich ausgeglichenes Spiel, wo nur wenige Chancen auf beiden Seiten zu sehen war. Dann in der zweiten Halbzeit, da haben wir einfach, weil der LSV mit dem einzelnen Rückstand ein bisschen kommen musste, hatten wir mehrere Kontersituationen, wo wir dann einfach einen Chancenplus hatten. Ja, und ein kleines Siegestänzchen gehört auch dazu. Es ist ein verdienter Sieg für Dennis Kurich und seine BSG Chemie Leipzig, die sich nun weiter Hoffnungen im Meisterschaftskampf machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video.
Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.